Die Jungs kommen jetzt zum letzten Mal. Peter hat sich noch mal auf den Weg gemacht. Ich habe meine Frau zur Arbeit gefahren, da bin ich immer rumgefahren. Ich werde mit den Leuten auch nicht mehr sprechen. Die sollen schon in Tunnel sein gegen KSC. Wir müssen heute Abend gewinnen. Und das muss passieren und nichts anderes. Zu Hause musst du richtig Gas geben. Ich rede kein mehr. Alles gut. Ich halte mich geschlossen. Jo, Tim ist auch optimistisch und ich auch. Und alle anderen auch. Logisch. Dann ist sie. Moin, Tim. Oh, Tim, grüße immer. Der ist ein Freund hier und auch ein guter Trainer. Und so, jetzt kriegen wir noch alle drauf hier. Ludo da hinten. Ich zieh sie nochmal wieder ran. Ludo auch. Ja, Ludo. Mit unserem Philipp, auch Co-Trainer, mit Daniel, unserem Fitmacher, unser Vortänzer. Alle dabei. Ich, und das ist gut. Aber Tim ist immer freundlich, ich hab dich ja gehört. So ist er. So bin zurücknehmen hier das Ganze. Und das sind, ich habe den Stefan Ambrosius nicht getroffen. Ich glaube, die wohnen jetzt in einem anderen Hotel. Ich weiß gar nicht. Ich bin bei Hagenweg vorbeigefahren. Da werde ich nachher noch mal rumfahren. Vielleicht treffe ich noch den Kaufmann und auch Ambrosius. Wollen wir sehen, ob ich da noch irgendwas machen kann. Aber schönes Wetter heute, windig hier im Volksberg. Läuft alles. Also wer jetzt kann, auch denn der Rasen wie neu. Unsere Baggerie, ich gönne ihn halt nicht. Ich sage alles Gute, ich drücke die Daumen für ihn. Dass der Junge gibt immer alles. Ich sage ihm nur noch die Maschine und dann ist alles klar. So, jetzt kommt unsere kleine Maschine, auch ein Riesen. Der wird nochmal ein Riese, wenn der sich nicht wieder verletzt oder verletzt wird im Training. Den hat er ja Vucevic umgehauen im Training, deswegen hat er ja den Wadenbeinbruch gehabt. Ja, dann haben wir den Torwart aus Kaiserslautern, eine Granate. Schade, dass der nicht mal, aber was heißt schade? Also solange unser Ferro nicht verletzt ist oder irgendwas, da hat er keine Chance hier, das sehe ich so. Da macht Tim auch keine Kompromisse. Kann ich auch nicht verdenken. Ja, haben wir unseren Philipp. Unseren Laszlo. Den drücke ich auch die Daumen. Laszlo ist ein guter Fußballer. Der muss bitten, ein bisschen härter werden für die zweite Liga. Aber sonst ein guter Fußballer. Schlägt gute Flanken. Ja, dann haben wir hier die beiden Granaten. Die beiden Jungs hier. Alles gut, beide Jungs. Elian und William. Die haben sich schon angefreundet. So muss das sein und nicht anders. Der Junge, der wird hier richtig den HSV wie ich. Den wird er kennenlernen. Mit 18 und französischer Nationalspieler, brauchen wir nicht diskutieren, kann Fußball spielen. Ja, jetzt haben wir noch unseren was habe ich denn hier noch? Habe ich den hier noch nicht drauf? Unseren Timmy. Timmy, ja, auch Timmy hätte ich anfangen lassen, bis er nicht mehr kannte und dann hätte ich den Miro gebracht. Aus der Schweiz. So, sind alle dabei. Ja, und dann nochmal die Capitano von hinten. Und der Schunglau, unersetzbar. Guter Junge, guter Fußballer, intelligenter Mensch, freundlicher Mensch. Also besser geht's nicht. Da haben wir richtig einen guten gekriegt. Aus Paderborn. Ist ja schon ein Jahr hier. So, ja, so kommt der Rest hier angelaufen. Ja, hier, Vucevic trägt die Bälle, so muss er sein. Überhaupt keine Arroganz in der Truppe. Das lässt Tim Walter gar nicht aufkommen. So sehe ich das. So, das sind alle dabei. Ich habe sie fast alle erwähnt. Ich hoffe, dass er da sich auch noch mal richtig reinkniet. Und natürlich Sonny Kittel. Der muss richtig Gas geben heute Abend. Und das werden sie auch alle machen. So, das sind wirklich die allerletzten Bilder hier aus dem Volkspark. Ich will auch nicht stören hier. Ich habe sie auch nicht angesprochen. Aber wie ihr habt gehört, Tim hat mich gegrüßt und so gehört sich das. Alles klar, nur der HSV. Tschüssi.